Hey ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute erwartet euch mal wieder so ein bisschen von Was denkt mein Pferd? Ich weiß es auch nicht so ganz. Ich muss sagen, ich bin auf die Idee gekommen, seitdem ich wieder die Voice Mod App entdeckt habe. Also ich hatte sie schon mal und habe sie irgendwie deinstalliert wegen Speicherplatz und jetzt habe ich sie wieder und irgendwie macht es total Spaß, damit so ein bisschen rumzuspaßen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, das ist echt sehr, sehr, sehr lustig und deshalb, ja, hatte ich da so ein paar Ideen, was man da draus machen kann. Ich weiß noch nicht so, was das jetzt wirklich wird, aber wenn euch solche Arten von Videos gefallen, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Wenn nicht, schreibt es auch gerne rein. Ansonsten, ich laber gar nicht weiter rum, sondern ich würde sagen, wir starten jetzt einfach. Let's go! So, nach der Levelrunde geht es für mich aber auch ab in den Heimstall. Ich muss noch ein kleines bisschen Ordnung schaffen. Irgendwie kriege ich das sonst nie hin. Und ab in Heimatstall. Oh ja, das ist das, was ich meinte. Hier ist ein sehr, sehr großes Chaos. Aber ich habe eine Lösung dafür. Ganz einfach einmal Pferde sortieren. Und fertig. So, und was mache ich jetzt mit dem Pferd hier? Keine Ahnung. Lass ich einfach stehen. Aber gut, es ist auch schon spät. Ich glaube, ich gehe dann mal offline. Gott sei Dank, sie ist endlich weg. Ey, was soll ich denn noch sagen? Hat sie mich schon wieder rumgejagt über die ganzen Rennen. Was soll ich noch dazu sagen? Und jetzt hat sie mich abgestellt. Ist hier denn noch irgendeine Box frei, in die ich gehen kann? Oder muss ich jetzt einfach hier im Gang rumstehen? Hallo, ist hier noch irgendwo frei bei euch? Kann ich hier rein? Ich glaube, es sind alle anderen Boxen besetzt. Wobei da? Ist hier Platz? Kann ich rein. Hey, das wäre ja sogar meine Box gewesen. Da steht ja mein Name drauf. Foxy. Warum hat sie mich denn nicht einfach reingestellt? Zum Glück kann ich das selbst. Rein da. Aber irgendwie auch ein bisschen langweilig hier drin. Ich glaube, ich habe die Idee. Ich rufe einfach irgendjemanden. Hallo, hat jemand Lust, irgendwas zu machen? Hey, hallo. Ich habe Lust, was zu machen. Warte, ich komme rüber. Wo ist denn deine Box? Ich komme jetzt mal um die Ecke. Ich glaube, du stehst da, oder? Hallo, was machst du hier? Na klar, was mache ich hier? Ich ruhe mich aus nach dem langen, langen Leveltag, den ich hinter mir habe. Hey, komm doch raus. Sei doch froh, dass du wenigstens irgendwas machen durftest. Ich saß den ganzen Tag nur hier rum und habe eigentlich überhaupt gar nichts gemacht. Ja. Nee, eigentlich wollte ich mich ja jetzt noch ein bisschen ausruhen. Weißt du was, dann gehe ich jetzt mal selber auf Tour. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausruhen. Ich würde mich freuen, wenn ich mal des Öfteren raus aus der Box kann. Ich frage einfach mal irgendjemand anderen. Vielleicht den hier. Hey, hast du Lust, irgendwas zu machen? Ich will nicht immer nur hier rumstehen, sondern auch mal was erleben. Also ehrlich gesagt, nö. Ja gut, dann halt nicht, dann gehe ich jetzt einfach alleine raus. Hier muss es doch irgendeinen Weg geben, wie ich hier von selbst irgendwie rauskomme, dieser Stall. Da muss es ja irgendein Loch geben, wo ich durchkriechen kann. Bin ja auch nicht besonders groß. Ich habe die Idee, ich trete einfach gegen die Türe. Das war leichter als gedacht. Ja gut, jetzt sind wir frei. Und es ist Nacht. Ich dachte die ganze Zeit, es ist tagsüber. Aber umso besser. Dann sieht mich wenigstens keiner, was ich hier so mache. Oh, was haben wir denn hier? Futter. Und zwar frischeres als das, was wir da drinnen stehen haben. Da snacke ich erstmal ein bisschen was mit. Lecker. Habe genug vom Essen. Ich wollte ja eigentlich nur mal was erleben und was sehen. Und zwar auch mal dorthin gehen können, wo ich will und nicht immer, wo die Olle da oben drauf möchte. Ich meine, ich bin ja eigentlich ein ganz netter, aber irgendwie möchte man auch so ein bisschen Selbstbestimmung. Das ist manchmal echt schwierig als Pferd. Die Frage ist, wo gehe ich hin? Ich war eigentlich schon überall hier. Sie zwingt mich immer, bei irgendwelchen komischen Streams mitzulaufen. Keine Ahnung, was das sein soll. Was haben wir denn hier? Marley, ich... Vielleicht versteht er mich ja, ich frage ihn mal. Ey, Marley, was machst du? Kannst du mir helfen? Was macht denn ein reiterloses Pferd hier? Was machst du denn hier? Ich glaube, da muss ich die Polizei rufen. Ganz ruhig mit den wilden Pferden, dann gehe ich halt wieder. Was soll denn das?
Niemand will einem hier helfen. Ich glaube, dann gehe ich jetzt einfach mal woanders hin. Man hat's halt schon schwer als Pferd, also ich sag's euch jetzt mal ganz ehrlich. Ich finde, man ist eigentlich wie im Knast. Man kann immer nur raus, wenn die Besitzer das gerade wollen. Also, ich finde das unfair. Ist ja nicht so, als würde man dann irgendwie wieder zurückkommen. Man will ja auch sein Futter und alles, aber so ein bisschen Freigang fände ich jetzt schon gar nicht so schlecht. Und vor allem, ich kann viel besser springen, als sie denkt. Pferdeanhänger, sowas mag ich nicht so gerne. Schnell weiter. Ob ich schon mit der Gondel fahren kann? Nachts sieht mich ja keiner. Ohne Mensch? Probieren wir es mal. Wobei, das sieht schon echt hoch aus. Hat eigentlich irgendjemand bemerkt, dass ich immer noch Sattelzeug drauf hab? Die sattelt die Pferde einfach nie ab. Tierschutz alarmieren eigentlich. Wow, das hat ja funktioniert. Das kann ich euch auf den Weg geben. Manchmal ist es leichter als gedacht. Jetzt mal gucken, wo ich hier gelandet bin. Mitten in den Bergen. Oh mein Gott, das ist echt hoch. Was ist denn das für eine Aussicht? Da sollte man wohl lieber nicht runterfallen. Warum? Warum sterbe ich nicht? Ganz schnell wieder zurück, aber ganz schnell. Wir bleiben lieber auf dem Weg. Ganz schön gefährlich hier oben. Alles so klein. Oder vielleicht bin ich einfach nur ein bisschen groß. Also ich finde es echt gefährlich hier. Ich glaube, ich gehe doch wieder zurück in die Box. Die Frage ist, wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Ich glaube, ich muss einfach mal da lang. Oh, falsch. Okay, Notiz an mich selbst, irgendwo runterspringen ist jetzt nicht die allerbeste Idee. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal den Weg entlang und dann kommen wir bestimmt irgendwo an, hoffe ich doch. Okay, ich gebe zu, das Positive an dem Reiter ist, er weiß, wo der Weg lang geht und ich weiß leider überhaupt nicht, wo ich jetzt bin. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Und hier steht auch noch ein Schild. Achtung vor Steinschlägen. Oh mein Gott, ich muss hier schnell weg. Ich komme nur noch tiefer und tiefer in die Berge. Da unten, sieht's da besser aus? Da war doch ein Wegpfeiler, gehen wir da einmal zurück. Ach, toll, ich kann ja gar nicht lesen. Ich folge einfach meinem Instinkt, das hat meine Mutter immer gesagt. Dem Instinkt folgen. Mein Instinkt sagt mir, lauf da lang. Ich laufe jetzt einfach so lange geradeaus, bis ich raus aus diesem Wald komme und mal erkenne, wo ich überhaupt bin und wo ich lang kann. Wartet mal. Dieser Weg da kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, ich weiß es. Das Ende von diesem Weg, da kommen wir in irgendeiner Windmühle raus. Und wenn das stimmt, dann weiß ich jetzt auch wieder, wo wir sind. Ich hoffe, es stimmt. Aber da sehe ich schon Windmühlenräder. Das war der richtige Weg. Die Windmühle ist hier. Und da sehe ich auch schon das Schloss. Ich weiß genau, ich muss jetzt hier runter. Oh, zum Glück habe ich wieder nach Hause gefunden. Was hätte ich denn sonst gemacht? Mich hätte meine Reiterin ja nie wiedergefunden. Oh, zum Glück habe ich es geschafft. Endlich weiß ich wieder, wo ich bin. Meine Reiterin hätte mich ja nie wiedergefunden. Jetzt schnell zurück ins Stall, in die sichere Umgebung. Und rein da. Leute, ich bin wieder zurück. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz berichten, wie es da draußen war. Hey Foxy, ich bin wieder zurück. Ich war jetzt alleine auf Erkundungstour. Und es hat alles richtig gut geklappt. Ja, hört sich auf jeden Fall so an, als hat alles richtig gut geklappt. Ich hoffe, du hattest Spaß. Also, ich bin ganz froh, dass ich hier mal Pause in der Box habe. Und ich glaube, die lockt sich auch bald wieder ein. Ich glaube, die wollte nur essen gehen. Ich werde mal schnell wieder in deine Box zurück. Oh, echt? Wenn du meinst? Na, okay. Dann gehe ich jetzt einfach schnell zurück. So, jetzt bin ich zurück in der Box. Und oh je, sie lockt sich schon ein. Und da bin ich wieder, nach dem Essen. Warte mal, wo ist denn mein Pferd? Ich dachte, ich habe Foxy hier abgestellt. Ach, na, immer wieder Star Stable, das leckt immer so komisch rum. Manchmal bin ich auch in Moorland und keine Ahnung, wenn ich mich einlogge. Foxy. Weißt du was? Ich reite vielleicht auch mal ein anderes Pferd. Ich glaube, mir reicht's langsam mit Isländern. Wo ist denn hier die Boxentür offen? Echt komisch heute. Icebreath. Naja, es scheint wohl ein Zeichen zu sein. Luke ist heute mit mir auf Erkundungstour. Du warst ja schon lange nicht mehr draußen aus dem Stall. Oh, wenn du nur wüsstest, wenn du nur wüsstest.